Mein Name ist Dominik Dastrieb, ich bin Jesuit und Pfarrer an der St. Eugenia-Gemeinde in Stockholm. Die erste katholische Gemeinde, die nach der Reformation hier neu gegründet wurde, 1837, und die größte Gemeinde in Schweden. Wir sind 10.500 registrierte Gemeindemitglieder. Wir sind darauf angewiesen, dass Leute, die nach Stockholm ziehen oder nach Schweden überhaupt kommen, dass die sich registrieren in der Gemeinde vor Ort. Also bei der Einwohnermeldebehörde wird nicht die Religionszugehörigkeit abgefragt. Die Gemeinde hier ist mehr als Gemeinde. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns hier. Wir haben hier eine Zentrumsfunktion. Wir liegen mitten in der Stadt. Das heißt, hier kommen alle Verkehrsadern zusammen, öffentlicher Verkehr, und es ist wirklich im Herzen der Stadt. Und wir haben das mal so formuliert, wir sind das geistliche Herz der Stadt hier. Also wir sind geografisch die Mitte und wollen auch geistlich so das Herz der Stadt sein und die Stadt versorgen mit geistlichem Sauerstoff, wenn man im Bild bleibt. Und wir haben hier eine sehr große Bildungsarbeit. Wir haben ein katholisches Forum, wo wir aktuelle Debatten aufnehmen, Kurse anbieten und Dinge tun, die sonst hier in der Stadt keine andere Pfarrei tut. Der Bischof hat oft die Pfarrei hier oder die Kirche hier, das Zentrum hier, als Schaufenster der Kirche hier in Stockholm bezeichnet. Und beim Schaufenster ist es so, man kann reinschauen, aber man kann auch rausschauen. Und das ist für uns wichtig, der nahe Kontakt mit der Gesellschaft und mit der umliegenden Welt einfach, dass man nicht hinter hohen Mauern sich verschanzt. Und rein baulich ist das hier so unglaublich gut, finde ich, weil wir hier keine Schwelle haben. Also man geht vom Bürgersteig direkt in die Kirche rein. Es gibt keine Treppen hoch und runter, keine Barrieren, die man überwinden muss, sondern man ist direkt in der Kirche. Und wir sehen auch Leute aus der ganzen Stadt kommen eben hierher, um hier an Liturgie teilzunehmen oder an Veranstaltungen oder ihre Kinder hierher zu schicken. Und das Haus, in dem wir uns jetzt befinden, wurde in den 80er Jahren bezogen. Ein altes Haus aus dem 19. Jahrhundert, so ein großbürgerliches Haus. Und im Innenhof baute man damals die Kirche. Und als das ganze Projekt geplant wurde, da ging man von 5.000 Gemeindemitgliedern aus. Heute sind wir 10.500. Da hören Sie schon, wo das Problem liegt. Wir haben zu wenig Platz. Wir stehen jetzt hier auf dem Innenhof von St. Eugenia, genau oberhalb des Kirchplatzes. Und hier im Hintergrund sieht man Mauern des Kirchenraumes. Und das, was die Gemeinde jetzt plant zu bauen, ist eine Struktur auf der Struktur von den 80er Jahren. Wo ich jetzt stehe, sollen zwei Stockwerke gebaut werden. Die Idee ist eben, dass wir da mehr Möglichkeiten bekommen für die Dinge, die in der Gemeinde laufen, für Unterricht, für karitative Zwecke, für Fortbildung, für Kurse, für Musik und all die Dinge, die wir hier in der Gemeinde eben tun. Das Baurecht gibt uns jetzt sehr viele Möglichkeiten, etwas Größeres auf dem Innenhof zu bauen, und wir müssen eben schauen, was wir wirtschaftlich können, auch wofür wir die Potenz haben. Und da hoffen wir eben auch auf Hilfe vom Bonifatiuswerk.